Testimonie, Sie sind Zeitzeuge von Max Ernst. Was war das für ein Mensch? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Ach Gott, meine, da kann ich natürlich stundenlang drüber erzählen. Meine, ich habe den Max Ernst sein, die letzten 15 Jahre seines Lebens immer wieder besuchen können und so weiter. Ich habe meinen ersten Film, glaube ich, 1963 gemacht, nach dieser Ausstellung im Wallraf-Richartz-Museum, wo ich zum ersten Mal als junger Kunststudent sein grandioses Werk gesehen habe. Damals hat man gesagt, ja, die Kunst ist abstrakt oder die hört mit dem Impressionismus auf. Und dann sieht man diese poetisch provokativen Bilder von Max Ernst und das hat mich umgehauen einfach. Ja. Und seitdem gab es für mich eigentlich nur einen Künstler und das war Max Ernst. Nun ist ja Max Ernst eigentlich den Leuten, die ihn kennen oder kennengelernt haben, nicht als Filmemacher bekannt. Aber Sie haben ja heute Morgen erzählt, dass er mit dem Medium Film durchaus vertraut war. Ja, natürlich. Der liebte Filme, war ein absoluter Filmfan, aber er hat keine Filme gemacht. Er hat den Film mitgewirkt, seines Freundes Louis Buñuel, L'Âge d'Or, dieser legendäre Film von 1930, spielt er diesen Anführer einer maroden Räuberbande, einer Banditenhorde, heute würde man sagen Al-Qaida, so eine Bande, die in den Bergen sitzt irgendwo und dann sich verreckt, zugrunde geht. Ja. Oder in den Filmen von Hans Richter. Und ich habe eben zu seinen Lebzeiten noch ungefähr 5 verschiedene kürzere oder längere Dokumentarfilme machen können. Und davon habe ich die besten, also einige Sequenzen hier jetzt nochmal neu digital bearbeitet. Da vorne steht der TV-Designer, der das digital bearbeitet hat, der Dino Petzold. Und ja, und da haben wir hier so den Versuch, den Max Ernst als Person mit seiner Ausstrahlung und so weiter lebendig werden zu lassen.